Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Wanzer und heute habe ich eine kleine Ankündigung zu machen. Denn wie ihr vielleicht schon seht, ich war mal wieder in Münster, weil das letzte Video, das Nice Price Video, wo ich in Münster war und da die Gegend ein bisschen abgecheckt habe, so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, ich gehe mal wieder dorthin, um ein bisschen einzukaufen. Und ja, das habe ich auf jeden Fall erfolgreich geschafft, denn ich war in einem Laden, wo es nicht nur Mangas gab, sondern auch unzählige Karten, also Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magics und auch noch Merchandise, und das war einfach ein Traum für mich. Und Leute, was ich gefunden habe, werdet ihr nicht glauben, denn erstmal, wie man offensichtlicherweise sehen kann, habe ich einmal eine Flambirex-Tinbox bekommen, wo so viele Erinnerungen drin stecken, denn die schwarze Edition, generell die fünfte Generation, war einfach der Hit. Also das ist einfach unfassbar, dass ich die gefunden habe. Dann natürlich daneben, rechts daneben, die Rayquaza-Tinbox, die schon etwas älter ist, denn das ist eine Tinbox aus dem Jahre 2009 und es ist krass, für wie viel die da verkauft wird. Also ich kann es jetzt einfach mal sagen, die hat 15 Euro gekostet und das ist wirklich gar nichts, denn die ist schon meiner Meinung nach richtig rare. Und daneben Meganie. Und das ist gut, dass ich die gekauft habe, denn jetzt, Leute, kommt die Ankündigung. Denn mit dieser Meganie Tinbox habe ich es endlich geschafft. Ich habe endlich die drei Trio Tinboxen von den Johto-Startern komplett. Das bedeutet, ich habe hier nochmal Tornuplo und Impagato, und in den nächsten Videos werden auf jeden Fall davon die Openings folgen. Die versuche ich jetzt einfach mal hier oben hinzulegen, wenn das klappen sollte. So sind die, glaube ich, einigermaßen im Bild und ich freue mich schon, diese aufmachen zu können. So, dann sehen wir auf jeden Fall noch ein paar Booster-Packs, die ich mir auch dazu geholt habe. Es sind Hard Gold Soul Silver Triumph Booster Packs, Unerschrocken Booster Packs und Majestic Dawn, oder auch auf Deutsch Majestätischer Morgen, davon jeweils zwei Stück. Die werde ich einfach mal in meine Seal Collection aufbewahren und dann sehen wir mal, wann wir die irgendwann aufmachen werden. Und zu guter Letzt habe ich noch diese wundervolle Wundertüte mit 5 verschiedenen Pokémon-Artikeln, die werde ich auch im nächsten Video aufmachen. Aber Leute, jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Video, denn wir werden nichts davon aufmachen. Die bleiben erstmal verschlossen und ich habe für euch für das nächste Nice Price Video, also in diesem Falle dieses Video, habe ich für euch mitgebracht, diese wundervolle, schimmernde Legenden Pin Collection Box mit Darkrai, mit einem Shiny Darkrai, und die werden wir heute aufmachen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, denn da steht sehr viel Leidenschaft und sehr viel Herz drin. Also Leute, ich würde sagen, wir machen das Ganze auf in 3, 2, 1 und los geht's. So, wenn wir das Ganze geöffnet haben, dann haben wir einmal als Promokarte die Darkrai GX-Karte mit der Fähigkeit Restauration und den Attacken Dunkle Spaltung und Sackgasse GX. Wie man vielleicht sehen kann, wackel ich ein bisschen, beziehungsweise zittern meine Hände, aber Leute, das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man aufgeregt ist und diese Booster-Packs unbedingt jetzt aufmachen möchte. So, dann haben wir noch einmal schimmernde Legenden Booster-Packs. Das Ganze viermal, dreimal mit Mewtwo und einmal mit Shiny Genesect, also cool. Ich freue mich schon, die aufmachen zu können. Und natürlich zu guter Letzt die Jumbo-Karte, wie man sehen kann. Also die ist wirklich sehr, sehr groß. Die ist gleich der Promokarte. Und es gibt für euch natürlich einen Code und los geht's. Ihr könnt den nun jetzt einlösen. Und ich würde sagen, wir starten mit... Nee. Machen wir das so. Wir starten einfach mal mit dem Genesect und behalten die anderen Mewtwo's zum Schluss auf. Okay, machen wir noch den Kartentrick. Und dann geht's auch los mit dem ersten Booster-Pack. Wir haben ein Arbok, Venuflides, Hyperball, Volteball, Flamia, ein Fidelu, Zoroa, Golf, Bits, ein Bisaflor und dahinter haben wir Raikou als normale Holo-Karte.
Da könnt ihr das Artwork nochmal sehen und das tun wir auch einfach mal im Hintergrund hin. Und dann starten wir auch mit den ganzen Mewtwo-Packs. Schön, dass ihr bis zu diesem Punkt auf jeden Fall das Video angeschaut habt. Dann würde ich sagen, gebe ich euch einfach mal einen Code, um Danke zu sagen. Und es geht sofort weiter mit Feenenergie, Tali, Superbull, noch ein Arbok, ein Knilz, Blamiau, Ignivor, Felilu, Minun, Pokémon-Fänger als Reverse-Karte und dahinter ein ganz normales Reshiram passend zu der, wie schon genannt, schwarzen Edition, die ich gespielt habe, wo viele Erinnerungen drin stecken. Also es war wirklich eines meiner Lieblingsspiele, wenn nicht mein Lieblingsspiel überhaupt von Pokémon. Und das 4? Ja, das waren 4. Okay. Gut, Pflanzenenergie haben wir diesmal. Dann haben wir einen Superanziehungskraft. Knilz, Minun, Balderfisch, Zuruhr, Golgantis und Shaymin. Ein wirklich cooles, legendäres Pokémon. Also, ja, das mag ich einfach. Ja, Punkt. Einfach. Ja, mehr braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen. Also, es ist einfach sehr süß, das Shaymin. Und mir gefallen eigentlich beide Formen. Also, ja. Das letzte Booster-Pack für heute. Und bis jetzt ist unsere Ausbeute ja nicht so gut an Karten, an Rares und all dem. Aber Leute, das macht, glaube ich, nichts. Denn wie man vielleicht im Hintergrund sehen kann, bin ich wunschlos glücklich. Also ich brauche wirklich nichts mehr. Außer vielleicht diese Labor-Mewtwo-Karte. Also das wäre ja noch der Oberhammer. Also mal gucken, Leute. Wir haben Kurtel, Minun, Rosanne, Bisack, Knosp, Knilz, ein Rettern. Und dahinter haben wir ein ganz normales Yveltal. Also haben wir im Prinzip nichts gezogen, keine GX, keine Secret Rare, keine, ja, Shiny-Karte. Aber, Freunde, wir machen jetzt einfach mal den Recap und dann können wir einfach mal alles bestaunen, was es hier zu sehen gibt. Ich mache das Ganze mal jetzt ein bisschen höher, dann seht ihr natürlich alles, was im Hintergrund, ja, ist. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Video das hier aufmachen und da habe ich schon eine ganz coole Videoidee, wie ich ja das Ganze präsentieren werde. Und ja, wie schon gesagt, die Ankündigung, die Johto Starter Trio Tins werde ich definitiv auch in den nächsten Videos aufmachen. Flambirex und Rayquaza, die bleiben erstmal in der Seal Collection. Und Leute, wir haben heute bekommen ein Yveltal Holo, Super Anziehungskraft, Shaymin, Reshiram, Pokémon-Fänger, Raikou und die Promokarte, die Darkrai GX. Und Leute, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, denn mir macht das Ganze sehr viel Spaß. Wenn es euch auch Spaß gemacht haben sollte, dann wie gesagt, Kommentar schreiben und einfach einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und tschüss!